Der Server sagt, keine Lust auf. Hi. Aber wir sollten das noch hinkriegen. Gut, dann verabschiede ich mich schon mal. Wir sehen uns morgen. Jo, Spaß beim Run. Tschüss. Ja, Harry Steam Collection, gerunnt von Dark Soul. Eine Runnerin, die auch sehr viele Kirby-Spiele macht und auch sehr gut macht. Und Kirby's Dream Collection ist hier ein bisschen eine Besonderheit, weil Kirby's Dream Collection eigentlich ein großes Remaster ist, eine Collection von alten Kirby-Spielen, die auf der Wii und Wii U nochmal aufgelegt wurden. In dem Fall sehen wir aber gar nichts davon, sondern wir sehen All Challenges. Das ist ein extra Spielmodus, in dem die verschiedenen Challenges gemacht werden. Challenges sind an dem Punkt einfach kleine Level, wo du immer nur eine Art von Upgrade kriegst. Und du musst dich dann halt mit diesem Upgrade durchs Level spielen. In diesem Fall ist es das Schwert-Upgrade, also Link Kirby. Sag ich jetzt einfach mal. Kirbys haben viel Liebe gemacht. Ja. Hier sieht man jetzt, also hier ist es wieder, ich sag's nochmal, das ist das gleiche Problem, wie ich auch bei den anderen Kirby-Spielen immer wieder sehe. Es ist relativ langsam, ich meine, man hat hier so ein bisschen Dashes gerade noch mit dem Schwert, aber für einen Speedrun sieht es relativ langsam aus, was aber im Normalfall einfach nur heißt, dass noch weit mehr Präzision von den Runnern abverlangt wird, wenn sie das Spiel spielen. Und ja. Also auch die Optimierungen, die da wieder drin waren, die Dark Souls hier gemacht hat, hat man hier nicht so gut sehen können. Da muss man immer schon ein bisschen genauer hinschauen. Na, Mugen, grüß dich. Wenn es gar nicht so langsam ist, ganz angenehm. Es kann schneller gehen, wie beispielsweise, wenn wir jetzt mal den Regenschirm hernehmen. Der hat nämlich eine kleine, kleines Upgrade, nämlich den Air-Dash, mit dem ist es möglich, in der Luft zu dashen. Und das geht dann noch um einiges einfacher von der Hand, als wenn man nur so ein bisschen auf dem Boden dashen kann. Yeah, if you remember the Kirby Superstar run from yesterday, you might have noticed that abilities in that game have a bunch of like different moves it can do. Like it kind of has like a move set, like a fighting game. This game is very similar in the way where like each ability has a bunch of different types of moves it can do. So like obviously Parasol can do like that drill, you can just like swing the Parasol like a sword, even though it's an umbrella. It can do like that down attack. So you'll be seeing a bunch of different abilities throughout, or not really abilities, but, well yeah, obviously abilities, but Und jetzt haben wir gerade schon den Erdisch jetzt durch und wir kriegen jetzt den nächsten Challenge und das ist die Spark Challenge. Ja. Aber das Spark Upgrade ist auch ein Upgrade, was man häufiger mal in Kirby spielen sieht. Ne? Ich wollte gerade sagen, normalerweise kriegst du von diesen komischen Blocks, ja. Ja, genau. Waren sie dann schon. Richtig. Aber die Augen waren Feuer, ne? Glaube ja. Schauen wir jetzt mal, ob sie müsste hier sein, oder? Ja, genau, ist hier. Das letzte Kirby, was ich gespielt habe, war Epic Yarn, glaube ich. Ja, doch, Epic Yarn war es. Oh. Epische Gähnen. Auch wenn es nicht richtig ganz richtig ist. Das war auch cool gemacht. So. Damit haben wir das. Und wir haben jetzt die ersten drei Challenges durch. Und damit haben wir den ersten Bossfight in den Challenges freigeschaltet. Die Bossfights sind immer Rennen gegen Megalore.
Und wir können uns dabei eines der Upgrades, die wir davor, auf die wir davor geforst waren, aussuchen. In dem Fall, es geht darum, sich schnell zu bewegen, und wir haben gerade gesehen, sehr eindrucksvoll, dass das Upgrade von den dreien, mit dem man sich am schnellsten bewegen kann, natürlich der Regenschirm ist. Deswegen ist es natürlich sehr angenehm, einfach den zu verwenden. Man sieht auch gerade schon, was für einen schönen Vorsprung wir einfach haben. Da muss er anfangen zu betrügen, die Sau. Ja, dann kommt das Rubberbanding ins Spiel. Hat er gerade in Erdisch nicht geklappt? Ich glaube. Also eigentlich hat das Zahnrad gerade Megalov volles Rohr weggekickt. Niemand hat was vom Pferderennen gesagt. Das stimmt natürlich auch wieder. Niemand hat gesagt, dass es Pferderennen sein sollen. Mag Rubberbanding nicht. Ja, tut mir leid, Speedrunner sind halt ansonsten einfach zu OP. Dementsprechend muss ich das Game an die Speedrunner anpassen. Das geht nur über Rubberbanding. Wäre so unfair den Casual Playern gegenüber. Wie viele Welten gibt's da? Es gibt insgesamt 4 Megalore Races, aber nicht alle Megalore Races haben insgesamt 3 Level vor sich, also Indiana Jones Kirby. Genau. Oder man könnte auch einfach sagen, es ist Peitschen-Upgrade. Mit der Peitsche hat es gar nicht so viel auf sich, es ist einfach nur eine Ranged-Waffe. Man sieht jetzt beispielsweise an der Seite immer wieder die Münzen, die in der Wand drin stecken. Die könnte man mit der Peitsche einsammeln. Da die Münzen uns aber nicht wirklich interessieren, weil die nur für Scores sind und wir gehen nicht auf den Highscore, sondern auf den Speedrun. Dementsprechend lassen wir die einfach liegen. Es slidet wirklich schneller? Er ist ein bisschen schneller. Es ist nicht so viel schneller, wie es am Anfang ausschaut, weil du eben danach abbremst nach dem Slide. Ja, genau. Also er ist nicht mega viel schneller, aber er ist ein bisschen schneller. Adventure 1 zu 1 ist Adventure Wii geklaut. Das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Adventure Wii habe ich nicht selber nicht gespielt. Geklaut plus recycelt. Minus geklaut, recycelt. So, hier haben wir den Fighter. Fighter Kirby, auch sehr beliebtes Power-Up. Kirby Games. Und Hadouken. Ja, ich finde die eine Strat, die Dark Souls hier gerade gemacht hat. Direkt bevor sie den letzten Gegner umgehauen hat, hat sie ja einen Gegner genommen und in zwei gleichzeitig reingeworfen. Die Strat finde ich einfach nur genial. Das sind diese kleinen Sachen, die man, wo man sich vielleicht denkt, oh, ist ganz cool gemacht, aber so erstmal drauf zu kommen, dass man das genau so machen kann. Um dann eben insgesamt schneller zu sein in Runs, dass man das mal da drauf kommen kann. Und dieser komplette Prozess, solche Strats eben auszumachen, das macht sehr viel vom Speedrunning aus. Und das sind eben die Sachen, die man als Zuschauer normalerweise nicht sieht. Zumindest nicht sofort und nicht, wenn man nicht wirklich drauf achtet. Sieht dann für den Zuschauer normal aus. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten Monaten tatsächlich gelernt, diese, ich sag mal, Kleinigkeiten in Speedruns wirklich, ich wollte jetzt gerade das schöne Englische sagen, zu appreciaten. Schätzen zu wissen, meinst du? Ja, ich habe das richtig gelernt, die Schätzen zu wissen, genau. Wertzuschätzen, danke, lieber Chat. Es ist komisch, weißt du, Muttersprachler Deutsch, aber wenn ich müde werde, kann ich nur noch Englisch reden, komisch. Hätte ich irgendwie. Ich habe keine Ahnung. So, wir haben das nächste Power-Up. Und Wer zum letzten, ja, genau, fast. Nächstes Power-Up, die Wings.
Ja, ich habe vorhin gesagt, wir haben mit dem Regenschirm haben wir Erdisches. Ja, mit den Wings haben wir halt so ein bisschen Erdisches auf Steroiden, ne? Das sehe ich schon. Alter. Warum auch nicht? Oh. Halt mal machen, ne? Ja, und man kann natürlich auch vertikal ein bisschen besser fliegen. Und nachdem du jetzt die drei Upgrades gesehen hast, kannst du auch mal raten, welches wir für das Race gleich nehmen werden. Warte, die Wings. Oder vielleicht. Du möchtest also die Wings einloggen. Ja. Oder? Ja, bin doch. Sie sicher, Herr, ja auch. Ja. Ja, wie wir beim Mehrwertmillionär erstmal 5 Minuten lang hinhalten, nochmal verunsichern, aber ja, die Wings sind dann wahrscheinlich doch eingeloggt und dann schauen wir mal und sehen, dass die Wings tatsächlich richtig sind. Geil, das war die Millionen-Euro-Frage. Eigentlich war es die 50er, aber gut. Ach, kommt ja jetzt selber die so. Wäre jetzt scheiße gewesen, wenn Daxon jetzt nicht die Wings ausgewählt hätte. He now has spawned these blasters, which will blast you. But there's this long stretch right here, where all you do is just fly at the top and then you at the very end. Fließt aber kaum an Höhe, ne? Mit dem Vordaschen. Mit dem Vordaschen fließt er kaum an Höhe und es. Ja, normalerweise müsstest du da wieder ein bisschen hochspringen und das hat er einfach komplett geskippt. Sie. Steht da schon im Stream, fett Ski höher und. Das ist so ein bisschen der Fluch der Kommentatoren. Ja? Wir haben in der Zeit angefangen, wo vor allem wo Speedrunning vor allem Männer dominant war. Oder dominiert war, besser gesagt. Und als ich mit dem Kommentieren angefangen habe, damals war es wirklich so, dass es so selten war, dass eine Frau gerunnt hat, dass ich mir einfach immer das eher angewöhnt habe an der Stelle. Das ist schlimm, das hängt mir jetzt noch Jahre später nach. Was ist das jetzt für ein Power-Up? Das ist ein Power-Up, was eigentlich so als Power-Up nicht in den Kirby-Spielen vorkommt. Das ist nämlich der Kirby aus Smash. Ah, okay. Doch, Affe. Ach, der Ach, der Affe. Bonkers. Ach, stimmt. Stimmt. Bin dumm. Ja, davor, dass du die Speedrunner Doppelpunkt in sagen musst. Ja. Ganz ehrlich, ich tue mir immer noch schwer zu sagen, die Runnerin, weil für mich das einfach nur affig klingt. Es tut mir leid. Runner ist für mich immer noch ein englisches Wort und als solches nicht verpflichtend zu gendern. Aber das ist eine Sache, die... Ich finde einfach, das Wort klingt scheiße. Es tut mir leid. You can actually do like a little crouch cancel type thing where if you like, you know, crouch, it like doesn't give you any knockback. I've done that before, but it doesn't always work. You don't always make it work. Aber man hat mit der Zeit gelernt, sich darum zu schiffen als Kommentator und dementsprechend spreche ich auch sehr häufig die Namen an jeweils und sag einfach er oder sie. Oder was auch immer gerade gebraucht wird. Richtig. So, nächster Bossfight, wo Dark Soul jetzt ist. Nice. Sehr schöner Kill.
So, und damit haben wir den Smash Kirby durch. Und ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe in meiner Vorbereitung, ist das nächste... ist das nächste Level auch ein besonderes, weil du kein Power-Up kriegst, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, auch, genau, Normal Challenge. Einfach nur Kirby, kein Power-Up. I want to give a shout out to MK Cocoon's the Kirby PR point. AKA die Staubsauger Challenge. Würde jetzt nochmal überlegen, warum. The typical Kirby things, ne? Speedrun time in a game, and this game is part of it, and we call this game free PR points because it's really linear. They're not really free anymore after the impressive world record from Zero, though. But look, we a bunch of runners just started running this game just to get more PR points. So we called this game free PR points. And then I started running it, and I've been trying to push it as much as I can, although I'm still on so far. And then I just this a trick I was meaning to do because they wanted to entail that block. Oh well. We'll just do it just slightly slower. Oh, den Ausgang da nehmen wir nicht, sondern wir wollen ein bisschen weitergehen. Die andere Tür nehmen. Gerade ziemlich viel Damage, oder? Ah, das geht doch, das geht noch. Wir wollen durch dieses Portal hier durch und dann haben wir es schon. Ja, gut. So, riding into our final Magular Challenge, which is a, it's another race, obviously, but we're allowed to use, thankfully, every ability that we've had. That we've been able to access throughout the game. So, obviously, we're using Windows. Normal Kirby. Kirby ohne Power-Ups ist nicht Kirby. Ja, doch. Halt, Kirby ohne Power-Ups. Jetzt auch wieder Wing. Ach, ja, genau, und wir können, aber wir haben alle dann weiter zur Verfügung. Genau, wir können jetzt auch die anderen Power-Ups verwenden. Und wir wollen jetzt natürlich wieder den Wing verwenden. Na gut, der O-Wing ist halt auch einfach übel von der Speed her. Ja, das ist halt einfach. Also, Wing schlägt halt nichts von der. Nicht mehr der Reifen. Oder so Rad. Ja, der Reifen, maybe. In anderen Kirby-Spielen, maybe auch die Rakete. Ach, stimmt, aber gab's ja auch noch Jetpack Kirby. Ja, Jetpack Kirby. Aber. Beides ist hier in den Challenges nicht, nicht verfügbar. Dementsprechend get the wing, I guess. Ja gut, Rad, also hier, ne, Razor Kirby wäre aber ein Problem, weißt du warum? Die Abgründe. Das stimmt. Weil die springen ja rein als in Radform. Ist halt schon mies. Ja, die Mobility, die ist the way to go. Aber tatsächlich wird es trotzdem als Smash Kirby bezeichnet, ne? Obwohl es quasi einfach Hammer Kirby ist. Okay, so we have a $250 donation from RC. That says, I have known Sol for a very long time and she is an amazing friend. I am so happy she has finally made it to a GDQ and hope she has many more. Good luck on the run. We don't over the fireball. That's a good thing. We got that lined up even better. And as I'm trying to get away from this lunch ball, you probably have enough time for one more donation. Well, I just have a simple one, a $10 from Serious Beats that just says, hiya! Fair enough. Oh, that's it. Yeah. Your best. Bin ich geil. They are the best. Das ist auch bestimmt massig Übung, bis du da wirklich im perfekten Movement bist. Jo. And around it out, we have Smash Chamber EX. Which is lots of fighting, lots of mini bosses. Best song of the game. Also, that's a funny way. That's a funny way to call Miracle Matter. Ach, das soll ein Stein da. Ja. Hätte auch ein Brot sein können, oder? Ja, das habe ich mir halt auch gehört. So,
Moment. Schlecht gebackener Kuchen. Aber also Smash ist OP. Okay. Und Kirby, ja, man kennt ihn. Er hat Bernd umgebracht. Eiskalt. Kirby ist ein Hammertyp, ja. Gut. Hat eine umwerfende Wirkung. Ja, gut. Von dem Moveset, was Kirby in Smash hat, hätte ich gesagt, mit der Gelassenheit eines Steins, aber ansonsten. Uff. Die Prediction von Dark Souls war gerade super. Ihr Kommentar. He might just spin here. Und zack, kommt die Spin-Attacke. If you were donating even without the prizes though, MSF is awesome beyond words. Ah, diesmal nicht ganz so clean auf den zwei Gegnern. Ja, die hatten wir ja vorhin schon mal gesehen. Das ist jetzt noch mal so ein bisschen eben, ja, Boss Rushes und so Gegnerräume, die gerusht werden. Und da haben wir den Boss des Games. Wer hätte es gedacht? Wispy Woods. Und falls euch was aufgefallen ist, wir haben in diesem Game keinen Cracko gesehen. Stimmt. Also so unerwartet war es jetzt nicht, dass hier Wispy Woods auftaucht. Der Cracko ist eigentlich der Boss, der am häufigsten in Kirby-Spielen wiederverwertet wird. Aber wir haben zumindest hier in den Challenges keinen Cracko. Natürlich in den anderen Games, die in der Kirby Steam Collection drin sind, da wäre es natürlich möglich, Cracko zu begegnen. Und wir haben Time. 21:52. Oh, ordentliche Zeit. Ziemlich ordentliche Zeit. Ich glaube, eine 21er Zeit war auch das, was was Dark Souls als persönliche Bestzeit hat, ne? Einen wunderschönen guten Abend. Eins, mein Gott. Hallöchen. Ja, das waren 24 Sekunden über PB gerade mal. Das ist vollkommen nice. Das ist für den Marathon-Run super. Eine gute Zeit. Definitiv. Das muss ich tatsächlich mal anmerken. Also, was ich dieses GDQ und auch jetzt letztes AGDQ so an Zeiten sehe, die in den Speedruns erreicht werden, die gezeigt werden, das sind verdammt gute Runs für Marathon-Runs. Normalerweise hast du es immer so, dass du so ein bisschen ein paar Prozente eben abweichst und eben ein bisschen weiter von deiner persönlichen Bestzeit weg bist. Was wahrscheinlich bei den On-Site-GDQs immer auch mit der ungewohnten Umgebung zusammenhängt. Und du merkst eben, dass es eine riesige Bühne ist und die Leute hier sind. Maybe liegt es daran, dass die Leute hier einfach zu Hause sitzen können und sich da ein bisschen entspannter an die Sache rangehen können. Aber die Zeiten sind extrem gut für Marathon-Runs. Ja. Ich meine, natürlich gibt es den einen oder anderen Run, der ein bisschen ausreißt, weil Pech kann man immer haben, aber ich finde tatsächlich, natürlich ist es geil, ein On-Site-GDQ zu haben, wo man sieht, dass eine Crowd vor Ort ist, aber so allein von der Qualität, die Runs an sich haben, ist so ein Online-GDQ gar nicht schlecht. Das ist korrekt. Das klingt jetzt wahrscheinlich erstmal komisch, versteht mich nicht falsch. Ich finde ein On-Site-Event immer geiler als ein Online-Event, aber da merkt man tatsächlich mal, was für Vorzüge auch ein Online-Event haben kann. Ja. Vor allem so eine Mischung wäre auch ganz gut, wenn man wirklich Runner hat, die von weiter weg kommen und jetzt nicht das Geld haben, da auf die On-Site-Event zu fliegen und zu fahren. Make sure not to go anywhere there. Next up, we have an insanely cool run. It's Super Mario Odyssey, top 2% with dangerous
Das ist auch mein Fest für den Run of Four, das kann ich mir vorstellen. Ja, also, Playo, Onset-Events, als Runner auf ein Onset-Event zu gehen, da gehst du nicht hin, um deinen Run zu machen. Da gehst du hin, um Leute zu treffen und mit Leuten gute Zeit zu haben und machst dann irgendwann deinen Run. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, ich war auf ein paar Events.